Und jetzt habe ich hier zwei Menschen von der Lasker-Indie. Ihr kennt vielleicht diesen wunderbaren Ort Die Zukunft für Konzerte und alles Mögliche. Und sie erzählen jetzt von ihrer Initiative. Bitte schön. Liebe Indies, liebe alle, wir sind Timo und Linda aus dem Lasker-Kiez und auch wir stehen hier mit euch für eines: Umverteilen. Umverteilen bedeutet für uns eine strukturelle Ungleichheit, in der sich profitgierige Investoren ihre Taschen auf Kosten unser aller füllen, zu beenden. Umverteilen heißt aber auch, dass wir bezahlbaren Wohnraum fordern und ungenutzte Büroflächen verhindern wollen. Umverteilen heißt, den Menschen in der Nachbarschaft eine Stimme zu geben. Ihr Wort zählt, euer Wort zählt, eure Meinung zählt. Nicht die der Investoren und Unternehmen, die sich in dieser Stadt alles in Ruhe aufteilen. Wir selbst kommen aus einem Kiez im Süden Friedrichshain, der sich gegenwärtig vor allem durch eines auszeichnet. Verdrängung. Verdrängung der Menschen, die den Kiez formen. Es wird ohne Rücksicht auf Verluste entwickelt. Es geht um nichts Geringeres als den Verlust von Freiräumen, von Wohnräumen und von Gemeinschaft. Der Ausverkauf unserer Stadt zeigt sich auch bei uns. Zwischen Luxusimmobilien und Office Homes am Rande zum Media-Spreegelände zählt nur eines: Gentrifizierung, möglichst profitorientiert und ohne Rücksicht auf die, die dort wohnen. Ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse sind wichtig. Wir werden nicht weichen. Wir stehen hier für Kulturräume wie die Zukunft am Ostkreuz oder das About Place. Wir stehen hier für Kleingewerbe, sei es der Späti am Eck oder der Schneider auf der Investorenfläche. Wir stehen aber auch hier für Begegnungsorte der Nachbarschaft, wie die Lasker-Wiese oder der lokale Sportverein. Sie alle, wir alle formen das Leben dieser Stadt. Wo das Kapital über dem Wohl der Menschen steht, da müssen wir für und miteinander kämpfen. Jo, Leute, ey, super schön, dass ihr so viele hier am Start seid. Nochmal kräftig gern für euch. Mega geil, heute mit Umverteilen. Jawohl. Wir sind 10.000 Leute aufwärts, so, es ist Hammer Sonne. Endlich haben irgendwie mal die ganze Mobi, alle Arbeit, die man in diese Demo reingesteckt hat, Früchte getragen. Super, dass ihr hier seid, wir müssen irgendwie so weitermachen. Jetzt ein fixer Redebeitrag, ja, oder die Ergänzung von dem von meiner Nachbarin Linda. Es ist wirklich klasse, dass ihr hier und heute mit uns auf der Straße seid, um kräftig Druck zu machen gegen eine Stadt der Reichen. Wir haben es in unserem Kiez in die Hand genommen, unsere Nachbarinnen und Freundinnen zu organisieren. Genau das machen müssen wir aber auch auf größerer Ebene schaffen. Dafür ist die Umverteilen-Demo heute ein klasse Ort. Lernt euch kennen, vernetzt euch. Gemeinsam werden wir immer mehr und immer größer. Für uns ist Umverteilen heute ein Auftakt. Es kann nicht nur bei dieser Demonstration bleiben. Es ist wichtig, dass wir kontinuierlich weiterkämpfen und unsere Stimme erheben. Gegen all den Scheiß, der uns in dieser Stadt das Leben schwer macht. Mieterhöhung, Verdrängung, Sozialkürzung, Preissteigerung, Unterdrückung. All den Scheiß wollen wir nicht und deswegen müssen wir auch ultra laut sein, Leute. Wir dürfen nicht schweigen, sondern müssen laut sein, um wirkliche Änderungen in dieser kapitalistischen Gesellschaft zu bewirken. Der Druck muss steigen, bis die Träume der Reichen platzen. Deshalb, in diesem Sinne, so, jetzt machen wir ein kleines Spielchen, ihr schreit immer umverteilen, ja? Also, was wollt ihr, was wollen wir? Was ist Christian Lindlers Albtraum? Was machen wir heute, morgen und übermorgen? Jawohl, vielen lieben Dank, Leute, ihr seid klasse. Wir wünschen euch noch viele weitere spannende Redebeiträge und einen guten Demo-Tag. Wir sehen uns!